Espresso to go. Oh Gott, sie kloppt ihn immer noch, Alter. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. Ich bin völlig erschöpft. Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put Wir haben keine Wahl, wir müssen diese Drogenbuden zerstören. Zeigt diese Dinger, genau. Wir müssen das anders machen, Freunde. Ich hab's abgerafft. Also wir müssen erstmal hier hinten hin. So, hier würde ich losfahren. Hier. Ne? Da geht's los. Auch wenn der erste hier blinkt, sollte man erst hier lang fahren. Dann fährt man hier runter. Der ist dann hier irgendwo. Dann geht's hier rüber. Dann runter. Dann hier rumgewurschtelt. Dann hier drei Stück irgendwie. Dann hoch. Dann hier zwei. Und dann hier rüber. Und dann die letzten beiden hier drüben. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ballern schon wieder. Moment, ich muss mal gucken, wo ich langfahre. Langfahren muss. Okay, wir fahren. Okay. Wir müssen irgendwie, glaube ich, auf diese Brücke. Also ich habe keine Ahnung, wie ich den gerade angefahren habe. Aber es ist passiert. Nee, da wollen wir nicht lang. Wir müssen irgendwie darüber. Wir müssen irgendwie auf diese Brücke rauf. Kommt man denn da hoch? Das ist immer so kompliziert. Uiuiui, der war knapp. Bin ich ja eigentlich richtig? Jetzt bin ich nur auf der anderen Seite, ne? Ich bin eigentlich auf die Brücke. Wo komme ich denn da hoch? Oh. Da willst du einmal wohin fahren, Alter, und dann geht es da nicht weiter. So, kann man hier hochfahren? Kann man hochfahren. So, Freunde. Also, let's go. Ich weiß gar nicht, warum mir diese Map da so komisch angezeigt wird. Weil das haut für mich überhaupt nicht hin. Wir fahren jetzt mal so, wie ich habe. So. Aber mich wundert es nicht, dass ich das nicht gefunden habe. Weil die waren ja da nicht mehr. Ne? Der ganz normale Wahnsinn. So, guck mal, da ist einer. Wurde der eigentlich gleich markiert? Ja, das ist der erste. So, den holen wir uns. Junge, hör mal auf zu ballern hier. Mach mal kurz den Punkt weg. Also den meinen Punkt. Am besten ist es natürlich auch, wenn man die zuerst freischaltet, ne? Einmal. So, jetzt fahren wir hier weiter. Jetzt fahren wir einmal da runter. Oh boy, Alter. Also manchmal die Kisten hier. Ich sag's euch. Sind manchmal echt schrottig. So. Muss mir gleich angezeigt werden, ne? Ah, da ist er schon. Weg da! So, der einmal. So, und jetzt müssen wir wieder rüberfahren. Der wird mir auch schon richtig angezeigt, ne? Kann das sein? Ja, fast. Also hier unten muss noch einer sein. Hier. Und hier ist noch einer. Und hier ist noch. Genau, und hier ist noch einer. Und das sind die anderen beiden. Und dann muss ich rüberfahren. Let's go. Ich glaube, das könnte man auch gut schaffen. Ist jetzt gerade mal 2 Minuten, glaube ich. Vielleicht sollte ich mir nochmal eine andere Karre holen. Die ein bisschen fresher ist. Aber da gucken wir dann, wenn es soweit ist. Moment, ich kann mir keinen Punkt machen, ne? Das bringt nichts.
Das bringt nichts. Also einfach mal... Oh Gott. Geh mal her hier. Ich brauche eine Karre. Wo sind die denn so rum? So, wir müssen einmal bis ganz unten fahren. Ich werde das gleich nochmal abchecken. So, stopp. Ist das der richtige? Ne, das ist noch nicht der richtige. Wir müssen hier irgendwie. Hier muss es irgendwie sein. Das heißt, ich mache jetzt mal kurz die... Da ist er. So. Das ist er. Oh. So, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Guck mal kurz. Genau. Auch wenn die Motorhaube nach oben steht. Oder ich wieder irgendwo gegenfahre. Denke ich doch, dass ich es jetzt schaffen werde. Man muss auch gar nicht so krass ranfahren. Einfach so ein bisschen ditchen. Ditchen, Alter. So, hier ist der nächste. Weil die gehen ganz schnell kaputt, die Dinger. Das ist wie mit den Autos, mit den Schadensmodell. So, jetzt der im... Ja. Der einmal. Oh Gott, Alter, also manchmal... Manchmal denkt man sich echt... Was für Affen. So, dann haben wir den hier noch. So, und jetzt müssen wir... Oh, scheiße. Gib mir mal deine Karre hier. Halt. Ich brauche die. I need this. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Weil wir müssen da irgendwie über diesen Kreisel wieder fahren. Dass wir da irgendwie hochkommen. Wie war denn das? Ich fahr mal einfach erstmal in die Richtung. Oh Mann, weg. Hier hoch. Ich glaube, diesmal schaffe ich's. Wahrscheinlich geht gleich die Brücke hoch. Der eine steht schon. Ding, 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 ding. Nee, Glück gehabt. Ah, jetzt. Oh, ich sehe aber nichts. Aber noch ein bisschen. So, da ist der nächste. Und dann fehlt noch einer. Für to go. Der andere, das ist ganz weit hinten. Junge, wo ist denn der Teil? Oben irgendwo oder was? Hier hochfahren? Ist er kaputt? Geht nicht. Ach boy. Warte mal. Wo soll ich denn das Teil? Wozu hab ich... Oh, shit. Hab mir einfach mal das Auto von denen geklaut, Alter. So macht man das. Und ich hab einen Stern. Okay, lass mal gucken. Ich muss jetzt, hier hin. Das sollte ich noch schaffen. Das wäre kein Problem, glaube ich, für mich.
Wir gucken mal, ob es ein Problem für mich ist. So. 2 Minuten noch Zeit. Das sollte, denke ich, mal hinhauen. Da ist er auch schon. Oder müssen wir dann wieder zurückfahren? Ich habe keine Ahnung, Alter. Also wenn ich noch zurückfahren muss, dann wird's knapp. Vor allen Dingen, wenn ich hier mit solchen Pfosten hier auf einer Straße fahren muss. So. Du hast alle Espresso-Stände zerstört. Mission erfüllt. Nice. 40.000 in meine Tasche. Gemustert.